Und damit herzlich willkommen zurück beim Prison Simulator. So, Anwesenheit prüfen. Das heißt, wir gehen wieder zu Block. Wir haben enorme Investitionssummen. Wir sehen das unten links. Und zwar haben wir 424 Flocken, die wir ausgeben können, um das Gefängnis zu verbessern. Bin ich überhaupt richtig? Die Frage ist halt nur, ob wir das verbessern wollen. Und wenn ja, in welche Richtung wir das verbessern wollen. Also ich bin dafür, dass wir vielleicht die Sicherheit einfach ein bisschen erhöhen. Oder wir holen schöne, neue, tolle Betten für unsere Insassen. Das müssen wir mal gucken, ne, was wir da machen wollen. Aber jetzt ist erstmal Anwesenheitscheck. So, ich glaube, einer müsste noch in der Isolationshaft sein. Oder Hati ist doch noch in Isolationshaft, oder? Bin ich überhaupt richtig? Warte mal. Muss mal kurz gucken, ob der überhaupt noch da ist. Wo war denn hier die Isolationshaft? Ich muss mal gleich auf die Map gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang laufe. Ich laufe die ganze Zeit in die falsche Richtung. Kann das sein, dass ich die ganze Zeit im Kreis laufe? Kann es sein, dass ich die ganze Zeit im Kreis laufe? So, warte mal. Wo muss ich denn lang? Also, Anwesenheit im selben Block prüfen. Gehe zum selben Block. Im eigenen Gefängnis verlaufen, ja. That's my life, Leute. That's my life. Ah, guck mal, warte mal. Da ist der Block. Hier muss doch irgendwo die Einzelhaft sein. Wo bin ich denn hier? Ich bin jetzt da. Wo ist denn der? Da ist die Einzelzelle, ne, oder? Einzelhaft. Okay, geradeaus oder links? Mal gucken, ob Hati noch da ist. Hallo Bommel und hallo Kirsche. Was? Was? Was ist das denn? Der Strom ist ausgefallen, Leute. Bedrohliche Musik. Ich kann mir das mal ansehen mit dem Strom. In der Werkstatt. Alter, hört auf. Ich hoffe, du hast eine Taschenlampe. Habe ich. Digga, ich nehme am liebsten, am besten nehme ich die Knüppel mit. Ich gucke mal, ob Hati noch da ist. Ich habe nämlich den Verdacht. Ist Hati weg? Ist er ausgebrochen, der Lümmel? Hati? Aber vielleicht ist die Einzelhaft auch schon vorbei. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Warte mal, wir müssen mal einmal wieder zurück, Leute. Endlich Aufstand. Warum Aufstand? Guten Morgen, Christian. Hi. Alter. Habe ich mal Knüppel? Wo ist mein Knüppel? Scheiße, warte mal. Warte mal. Ey, ich glaube, ich investiere in Waffen. Das ist ja richtig creepy hier. Warte mal, 4 Meter, 5 Meter. Hier muss irgendwo eine Tür sein. Hier. Wenn hier gleich irgendwo einer rumrennt, ne? Was ist denn? Oh Gott, die Sicherung fehlen. 1, 2, 4, 3 steht da drauf. Laut und deutlich höre ich dich. Ich bin bei den Sicherungen. 2 fehlen. Scheiße, jetzt macht es Sinn. Was ist hier los? Die Gefangenen gehen jetzt zurück in ihre Zellen, aber aus Block B wird einer vermisst. Er könnte für diese Scheiße verantwortlich sein. Wir müssen ihn finden. Ey, ganz ehrlich, Freunde. Wisst ihr, was ich glaube, wer das ist? Ich glaube, Metal Car ist schon wieder abgehauen, ne? Ist es möglich zu fliehen, wenn es keinen Strom gibt? Ganz so einfach ist es nicht, aber die Zeit ist auf seiner Seite. Überprüft den Gefängnishof und den Hauptausgang und den Durchsuchungsraum. Er könnte versuchen, durch die Türen zu entkommen. Überprüfe das Küchenlager und das Fenster im Essbereich, aber seien Sie vorsichtig. Ey, Bruder, ich muss erstmal hier die Fackel anmachen wieder, ne? Ey, ohne Knüppel werde ich mich hier nicht lang bewegen. Oh, Scheiße. Kann ich die Sicherung nicht anmachen wieder? Ey, es ist safe Metal Car. Ich schwör's euch. Es ist safe Metal Car. Wo ist der Freak? Okay, hier 10 Meter. Ich gehe mal hier rein. Kann sein, dass uns hier gleich einer anspringt. Erschreckt euch nicht. Da ist er! Katrinchen! Hast du die Sicherung geklaut? Ja, ich habe sie genommen. Du weißt, dass du dir eine längere Haftstrafe droht, wenn du versuchst hast zu fliehen. Alter, Katrinchen! Ich muss es versuchen. Ich bin hier nicht sicher. Keiner von euch kann mich in Sicherheit bringen. Wenn du Probleme mit anderen gefangen hast, kannst du es mir sagen. Er ist der Letzte, der mir helfen kann. Nun, interessant. Du gehst jetzt sofort in deine Zelle. Aber vorher werde ich dich durchsuchen. So, versuchen wir den mal. Alter, er ist ein Mörder, ne? Straftat Mord. Wo ist die zweite Zündschnur? Sicherung meine ich. Die zweite Sicherung. Ja, ich habe 2 davon.
Ich hatte zwei davon. Wie, du hattest? Was hast du damit gemacht? Nichts. Sie müssen mir aus der Tasche gefallen sein. Bitte schlag mich nicht. Ich sag dir die Wahrheit. Wo könntest du sie verloren haben? Kannst du dich erinnern? Vielleicht ist es irgendwo auf meinem Fluchtweg. Vielleicht in der Halle, in der Werkstatt oder in der Kantine. Wolltest du durch die Kantine fliehen? Nein. Ich habe nur etwas zu essen mitgenommen. Ich werde diese Orte überprüfen. Aber zuerst kommst du mit mir. Alter, unglaublich, ne? Am liebsten, am besten gleich in Einzelhaft stecken. Komm jetzt, Katrinchen. Das gibt's gar nicht, ne? Hallo Nele, grüß dich. Aber es ist schon echt extrem witzig, dass meine Gefangenen genauso heißen wie die Leute im Chat, ne? Ach toll, hat man gleich eine ganz andere Bindung, ne? So, hörst du auf zu labern hier, komm jetzt. Warum habe ich eigentlich keine Handschellen, Leute? Rennt der auch länger? Ja, okay, der rennt mir hinterher. Warum habe ich eigentlich keine Handschellen? Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung, ne? Warum habe ich keine Handschellen, die ich anlegen kann? Das wäre vielleicht auch nochmal was. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal was, ne? So, okay. 50 Meter, da ist der Block. Ich bringe den mal kurz hin. Am liebsten würde ich ihn direkt in Einzelhaft bringen, ne? Vor allen Dingen, wie ist der da entkommen? Wo ist der denn? Alter. Digga, mach jetzt keine Scheiße hier. Komm her. Uff. Okay, stell dich hier hin. So. Achso, hier muss er rein. Katrinchen. Ja, so, Abfahrt. Eieieiei, jetzt müsst ihr natürlich noch die zweite Sicherung finden. Nele hat einen steifen Nacken und eine steife Schulter. Was hast du gemacht, Nele? Hat dich da eine Vogelspinne gebissen? Nele hat eine Vogelspinne zu Hause, müsst ihr wissen. Wäre ja nichts für mich, ne? Wäre ja nichts für mich. Ich meine, Vogelspinne ist mir immer noch lieber als... Ah, hier ist keine, ne? Vogelspinne ist mir immer noch lieber als irgendwie so eine kleine Spinne. Bei so kleinen Spinnen weiß man nie, wo die sind, ne? Die können überall sitzen. Die können jetzt direkt hinter deinem Ohr sitzen und du merkst das einfach nicht, ne? Aber eine Vogelspinne kannst du wenigstens knuddeln. Ja, die ist so groß wie ein Hund. Wie ein kleiner Hund. So groß wie ein kleiner Hund. Hallo Strohi, guten Morgen. Grüß dich. Eieieiei. So, wir gehen weiter, wir gehen weiter. 11 Meter. Ja, hier ist er auch nicht, ne? Hier ist er auch nicht gewesen. Hier wäre die Kantine. Ah, alles klar. Liegt hier. Da ist sie. Ne, das ist ein Kass. Oh, Limonade. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. In der Kantine hatten wir bisher auch noch keine Schicht, ne? In der Kantine hatten wir bisher auch noch keine Schicht. Hier liegt jetzt aber nichts irgendwie super offensichtlich rum. Das heißt, wir gehen mal weiter. Wir müssen jetzt zur Krankenstation. Aber was hat er auf der Krankenstation gemacht, Freunde? Erinnert mich auch so ein bisschen an Slenderman. Das sieht schon verdammt gruselig aus. Ist das die Kante? Nee, okay, das ist mein Admiralszimmer hier. Redeus! Alter, haut dein Haus raus mit 16 Leuten. Ist denn das die Möglichkeit? Und die Sicherung habe ich auch gefunden. Vielen Dank. Wie nett ist das denn? Dankeschön. Das ist sehr, sehr freundlich. Und alle herzlich willkommen im Knast. Wir haben hier gerade so einen mittleren Aufstand, Leute. Und zwar wurden die Sicherungen geklaut vom Inhaftierten, der leider auch geflohen ist. Sind wir hier richtig? Muss ich hier lang? Ja. Und die haben wir jetzt aber gefunden. Wir schalten jetzt den Strom ein. Der Gefangene, der uns durch die Lappen gehen wollte, den haben wir auch schon gefangen genommen. So, wir setzen die Sicherung ein. Also, steht da eine Zahl drauf? Steht da eine Zahl drauf? Weiß es ehrlich gesagt nicht, ne? Also hier links sind Zahlen, aber auf den Dingern sind keine. Ach so, warte mal. Ich glaube, ich muss das einfach, pass mal auf, so. 1, 2, 3, 4 in der Reihenfolge einfach noch reinsetzen, oder? Ist das richtig? Geht das Licht, geht jetzt das Licht an jetzt? Gibt es hier noch irgendwo einen Hebel? Nach 9,5 Stunden gehe ich dann mal ins Bett. Alter, das hast du dir verdient, ne? Was hast du denn gespielt? Weißt du, wenn du raidest, dann kriegst du auch einen Shoutout. Ich kann jetzt gar nicht, ich kann den jetzt gar nicht triggern. Aber vielleicht kann das Mod machen. Oh, Scum, Alter, habe ich lange nicht mehr gespielt. Macht das immer noch Spaß? Warum kann ich das jetzt nicht? Warum geht denn der Strom hier nicht an, Leute? Warum geht der Strom nicht an? Hilfe, Hilfe. Also, wir haben hier einen Zettel, ne? 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Aber die Dinger... Hallo, hör auf.
die Dinger, ich weiß nicht, da steht keine Zahl drauf, oder? Sag mal, bin ich jetzt hier komplett... Ah, guck mal, grün. Grün. Nicht grün. Auch nicht grün. Grün. Alter, keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber der Strom ist an, um Gottes Willen. Wir haben es geschafft, Leute. Sehr gut. Erstatte der Wachebericht. Okay, Stromausfall. So, wir müssen zur Wache einmal laufen. Einmal zum Abort. So, Rapport. Achte auf die Punkte auf der oben auf der Sicherung. Ja, ich hab's gecheckt, schon leider zu spät. Und hallo Stifler, grüß dich. Guten Morgen. So, dann gehen wir mal kurz zum Büro des Direktors. Ah, Erbe hier. Also pass auf, ich sag ihm mal Bescheid. Kenneth. Nun, der Strom ist wieder da, aber ich konnte meinen Job nicht beenden. Ja, ich weiß, ich auch nicht. Hast du irgendwelche Infos für mich? Sir, die Ursache für den vorübergehenden Stromausfall war vom Block B. Ist das so? Wie ist er an die Sicherung gekommen? Wahrscheinlich ist er eingebrochen und hat einen Fluchtversuch gestartet. Hm, verstanden. Ich werde die Papiere gleich fertig machen. Wir müssen die da oben informieren. Es sieht so aus, als würde er ein paar Jahre hier bleiben. Du kannst jetzt gehen. Wie viel Uhr ist es? Ich glaube, es ist an der Zeit für das Briefing. Ich komme gleich zu dir. Ich habe noch was anderes zu tun. Ja, warte mal. Bevor wir das machen, das Briefing, ich will mal gucken, ob wir noch irgendwas kaufen können. So, was haben wir denn da Schönes? Legend Gamer, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den Follow. Das ist ja freundlich. Dankeschön. So, wir könnten jetzt nämlich... Wir können jetzt hingehen und auch Waffen kaufen endlich, ne? Was kostet denn so eine Waffe? Ich weiß es gar nicht. Ach nee, das sind nur Skins, oder? Das sind nur Skins. Wie viel Geld haben wir? Also wir haben 424 Flocken. Okay, wir können Shirts kaufen. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, ne? Weiß ich nicht, ob das... Der eine hat sich über die Wäsche beschwert, ne? Wir könnten Kameras kaufen. Die billigste und dünnste Kamera, aber noch Funktions... Alter, 2000 Flocken kostet das hier? Ich muss mich mal woanders hinsetzen, ne? So, ich mach mal kurz aus hier. 2000, das ist natürlich krass. Bettgestell. Ja, Bettgestell brauchen wir nicht, ne? Bettgestell brauchen wir nicht. Wir haben Niveau Level 4. Weiß gar nicht, ob wir da überhaupt was kaufen können, ne? Zellen im Block B. Okay, das ist die Anzahl der Gefangenen. Die könnten wir auch ab Stufe 5 irgendwie aufrüsten. Handel haben wir schon gekauft. Lange. Weißt du, wir dürfen die Leute hier nicht stärker machen im Knast, ne? Wir dürfen die nicht stärker machen. Was ist denn mit den Duschen? Ein Radio in der Dusche ab Level 7. Also so richtig können wir hier noch nichts kaufen, ne? Ist alles ab Level... Oh, hier. Das könnten wir holen. Arbeitsstation Pfeile. Nur für geduldige Insassen, da dieser Job nicht zu den einfachsten gehört. Dann sollen wir da mal ein Upgrade kaufen, oder was? Kostet 500 Flocken. Okay, alles klar. Ich wollte nur mal kurz reingucken. So, okay. Wir gehen jetzt unsere Schicht beenden. Ey, da haben wir die anderen Insassen heute gar nicht gesehen. Ich würde Hati am liebsten noch mal in Einzelhaft schicken. Vielleicht ein Taser wäre auch gut, ne? Alles erledigt ist alles. Ja, natürlich. Für heute ist vorbei. So. Leider kein Level up, obwohl wir hier alles gelöst haben. Wir haben wieder 10 Dollar dazu bekommen. Das heißt, wir haben fast 80 Dollar. Respekt haben wir bei den Wachen plus 1 bekommen. Respekt bei den Gefangenen, ja, ist immer noch kacke. Da müssen wir mal gucken, wie wir da im Respekt aufsteigen können. Ich habe keine Idee, wie das funktionieren soll. Was ist das? Hab ich aus Versehen das Spiel jetzt ausgemacht, oder was? So, Insassenprüfung. Geh zum Durchsuchungsraum. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ganz kurz gucken hier. Durchsuchungsraum. Routine, neue Gefangene aufnehmen. Oha! Um neue Gefangene aufzunehmen, rufe die jeweiligen Neuling mit dem Mikrofon. Das kriegen wir alles hin. Neue Gefangene aufnehmen, neue Insassen. Kann ich die auch benennen? So, ich hole schon mal den ersten rein. Was ist denn das hier überhaupt? Woran ahnen du denn? Ah, da will nicht so wirklich mit mir sprechen. Ich durchsuche ihn erstmal. Erstmal durchsuchen, Leute. Karamellkuchen lasse ich ihm. Okay, da gucken wir uns mal die Akte an. Also, Leo Deckard passt soweit. Das passt auch, diese Ausweisnummer. Block A kommt der, also nicht zu uns. 16 Jahre Gefängnisstrafen wegen Schmuggel, wegen Drogen. Wo sind wir denn hier? Alter, wegen Drogenschmuggel kriegt er so eine krasse Strafe, oder was?
Fingerabdrücke sehen sehr, sehr gut aus. Block A ist hier unten auch angekreuzt. Das sieht perfekt aus. Hey, Banane 0000000000009. Danke für dein Follow. Grüß dich. Also, ich glaube, das ist alles echt hier, ne? Das können wir ja so abstempeln. Das können wir so abstempeln. Komm, den nehmen wir auf. So, akzeptiert. Was ist denn das alles noch hier? Annahme von Häftling. Ich nehme mal kurz die Schokolade. Kann sein, dass wir hier mal reingucken müssen, ob da irgendwas Illegales drin ist. Das hier aber... Oh, warte mal. Aha, aha. Gleich mal sichern. Was ist das hier? Eine Sonnenbrille? Ja gut, ich meine, was willst du da drin verstecken, ne? Also die Sonnenbrille sieht sehr gut aus. Also die würde ich mir auch... Die würde ich auch mitnehmen eigentlich, ne? Duschgel. Ah, Duschgel müssen wir nochmal checken. Da gucken wir auch nochmal rein. Mhm. Ach, guck mal einer an. Drogen. Ja, die nehme ich mal in meine eigene Hosentasche hier. So. Okay, alles klar. Die nochmal durchsuchen. Gib dem Häftlinge die Gegenstände vom Regal. Wie soll ich denn das machen jetzt? Aufheben, aufheben. So, ist das egal, was ich hier nehme oder was? So, bitteschön. Mein Arsch juckt. Ja, da kann ich leider auch nichts tun. Nimm die Vorräte. Was soll ich machen? Nimm die Vorräte für den Gefangenen, indem du E drückst und gib sie ihm auch mit. Welche Vorräte denn? Das hier oder was? Ruf eine Wache mit dem Mikrofon. Okay, alles klar. So, jetzt. So funktioniert's. So funktioniert's. Daraus kannst du Werkzeug basteln. Aus was? Aus der Sonnenbrille? Ehrlich? Was kann ich denn da für ein Werkzeug draus basteln? Aus einer Sonnenbrille? Wir holen mal die nächsten rein. Zwei Stück müssen wir aufnehmen. Da ist nur noch ein Karton. So. Dann lass uns doch mal gucken hier, mein Lieber. Leider keine Fotos drin. Das wäre auch geil. 220. Passt. Block A, Block A. Fingerabdrücke sehen auch gut aus eigentlich. Der Name passt auch. Also von mir aus kann der hier gerne 9 Jahre bleiben. Teilnahme an rituellen Gruppenvergewaltigung. Okay, alles klar. Alles klärchen. So. Kriege ich erstmal einen Stempel. Okay. So, dann durchsuchen wir mal sein Essen hier. Was hat er denn da? Risotto aus der Dose. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sieht gut aus. Was haben wir hier? Oh. Das haben wir nicht richtig durchsucht. Ach, guck mal, hier sind auch schon wieder Drogen. Das gibt's doch gar nicht. Das nehmen wir natürlich auch erstmal in die eigene Hosentasche mit, nicht? So. Und hier ist gar nichts mehr drin. Okay. Jetzt durchsuchen wir den Häftling. Schokoriegel. Darf er haben. Schokoriegel darf er haben. Jetzt drücken wir dem noch das Paket in die Hand. So, bitteschön. Der nächste, bitte. Ich glaube, jetzt kommt keiner mehr, ne? Ich glaube, jetzt kommt keiner mehr. Die Büge der Brille machst du mit der Werkstatt mit einer Feile als Stichwaffe. Ja gut, aber das kannst du ja mit allem Möglichen machen, ne? Das kannst du ja mit allem Möglichen machen. Das kannst du ja auch, was weiß ich, mit einer Zahnbürste machen zum Beispiel, weißt du? Aber ich glaube trotzdem, dass die Zahnbürsten haben. Hey, Katrinchen! Ey, du wolltest heute ausbrechen. Du hast es verpasst. Katrinchen, du wolltest ausbrechen heute aus dem Knast. Du hast die Sicherung geklaut, den Strom ausgeschaltet. Du warst schon fast weg. Du warst schon fast weg. Pass mal auf. Wir können jetzt ein bisschen trainieren. Ich würde gerne laufen trainieren, ne? Also Paket abgeben. Damit haben wir mehr Ausdauer und können schneller rennen. Das probiere ich mal aus. Okay, da müssen wir irgendwie rauskommen. Ja, so cool fand ich das nicht. Du bist fast ausgebrochen. Du alte Verbrecherin. So. Also, ich nehme mal kurz das Paket an hier. Okay. So. Ja, gib mir was. Okay, wo muss ich hin diesmal? Wo muss ich hin? 34 Meter. Das geht aber einigermaßen, ne? Das geht aber einigermaßen. Ich glaube, das ist ein Skill, den können wir gut gebrauchen. Alter, guck mal, wie viel Zeit wir noch haben. Ich habe ein Paket für dich. Richtig gut. Richtig gut. Oh, scheiße, ich habe keinen Kaffee mehr. Habt ihr noch Kaffee, Leute? Und er trinkt ja gar keinen Kaffee an diesem wunderschönen Morgen. Na, ihr Hübschen. Hallo, na, meine hübsche Banane. Okay. Ach, scheiße, diese Zeit geht ja noch weiter. Ach, ich gehe kaputt. Wo muss ich denn hier noch hin? Ich dachte, das ist nur einer.
Oh, scheiße, das reicht nicht, ne? Kann ich... Ah, oh, scheiße. Das habe ich gar nicht gecheckt. Wie viele Pakete muss ich an... Oh, 15 Sekunden nur noch. Ich dachte, das ist... Oh. Komm schon, Paket abliefern. Alter, Gott sei Dank. Geschwindigkeit plus 2, das ist sehr gut. Was für... Super, dass ich das doch gesehen habe, ne? Meine Güte. So, okay, Mittagspause ist vorbei, Leute. Wir müssen jetzt, guck mal, ich habe jetzt plötzlich einen Häftling bekommen. Das ist natürlich nicht schlecht. Schon wieder Annahme von Häftling. Jetzt geht weiter. Wir hatten nur eine kurze Mittagspause, leider. So, diesmal müssen wir Pakete durchsuchen. Also, Hase auf Arbeit bekommt ein Care-Paket von zu Hause wahrscheinlich. Lass mal kurz reinschauen. So. Ach, was ist das denn? Eine Bibel? Fantasy Story. Ach, das ist das Buch, was ihr haben wollte, glaube ich, ne? Was wir im Antrag bewilligt haben. Warte mal, kann ich hier irgendwie noch blättern? Das sieht eigentlich gut aus, das Buch, ne? Sieht das gut aus, das Buch. So. Mhm, mhm. Alles gut. Guck mal, wenn man sich das angeschaut hat, dann wird es grün, ne? Dann wird es grün. Da ist auch nichts drin. Boah, es sieht aber widerlich aus. Ich würde das, glaube ich, nicht essen. Ich glaube, ich würde das nicht essen. Hier sind noch Bonbons. Da ist auch nichts drin, glaube ich, soweit. Sehr gut. Und hier haben wir noch ein kleines verdächtiges Fläschchen mit Tabletten. Ja gut, was da jetzt genau als Tablette drin ist, das weiß ich natürlich nicht. Das kann ja alles sein. So, nehmen wir mal mit und stellen es mal hier ins Regal. Ist gecheckt. Hase auf Arbeit, hat alles bekommen. Ja, wow. Wer hat die Cam ausgemacht schon wieder? Wer hat die Cam ausgemacht schon wieder hier? Ihr alten Lümmels. So, okay. Gucken wir mal hier rein. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wessen Paket ist das denn überhaupt hier? Vom Feierlauch, das Paket. Vom Feierlauch, das Paket. So, das sieht gut aus. Ja, das ist ein ganz anständiger. Der wird hier nichts schmuggeln, ne? Vor allen Dingen, wie willst du das in so eine Dose reinbekommen? Da brauchst du ja eine fette Maschine, um das zu machen, ne? Ah, sieht auch gut aus, die alte Pille. Guck mal. Ey, das sind meine Insassen, ne? Sehr vorbildlich. Gut erzogen. Hier ist nichts. Keiner dabei, der hier irgendwie Scheiße baut. Ja, herrlich. Da brauchst du gar keine Sorgen machen. Jetzt kommt Hartis Paket. Oh, Hartis nehmen wir zum Schluss. Hartis nehmen wir zum Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Tag bis morgen. Ich kann beruhigend nicht gucken. Alles klar, Katrin. Dir mach's gut. Schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir eine richtig geile Zeit, auch wenn es im Büro ist, ne? Auch wenn es im Büro ist. Lass dich nicht ärgern. Und hallo, Mario. Guten Morgen. So, jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt. Wessen Kiste ist das? Von Dark Savage. So, wollen wir mal kurz reingucken. Schokolade, dunkle Schokolade für Dark Savage. Sieht aber gut aus. Hier auch nochmal kurz. Mhm, mhm. Nichts Verdächtiges gefunden. In der Pillenpackung ist auch alles in Ordnung, glaube ich. Ah, ich kann das immer so schlecht einordnen. Und jetzt kommt Hartis Paket. Leute, ganz ehrlich, ich glaube, Harti hat wieder Sachen reingeschmuggelt, ne? Harti hat wieder Sachen reingeschmuggelt. Das ist der Typ, der uns schon... Alter, wie viel hat er sich bestellt? Das ist der Typ, der uns schon 2 oder 3 Mal angegriffen hat. Den nehmen wir richtig auseinander. Der war sogar schon mal... Ich habe den in letzter Folge im Einzelhaft gesteckt. Also gestern haben wir den in Einzelhaft geballert. Ach, guck mal einer an. Eine Nadel. Ja, ja. Da ist sie nämlich. Wie komme ich denn da ran? Kann ich die irgendwie hier... So, sichern. Der kommt direkt wieder. Der kommt direkt wieder. Ich hab's gewusst, ne? Hab es gewusst. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier noch was finden. Es würde mich nicht wundern, wenn wir hier noch was finden. Oh, Thunfisch, ne? Oh, lecker. Ich meine, ey, gleich Appetit am Morgen. Ich meine, gleich Appetit am frühen Morgen. Ah, sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Sag mal, hat der nun eine Nadel? Wollt ihr noch reinschmuggeln? Ja, okay, alles klar. So, können wir natürlich nicht durchgehen lassen. Können wir natürlich nicht durchgehen lassen. Wir haben schon wieder Freizeit. Warte mal, da gehe ich jetzt nochmal Pakete wegbringen, ne? Pakete würde ich nochmal, aber ich glaube, es geht nicht mehr. Ja, ist ausgegraut. Dann würde ich sagen, machen wir mal... Ach, Kraftsport ist so lästig, ne? Kraftsport ist so lästig. Wir gehen mal schießen, wir gehen mal schießen. Hallo, Feierlauch. Grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Du bekommst keine Benachrichtigung, wenn der Voice Mode aktiviert ist. Also eigentlich schon. Aber... Irgendwie kommt nichts an. Wieso? Hast du den aktiviert oder was? Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Vielleicht ist das Ding kaputt. Müssen wir es wieder deaktivieren? Ich muss los zur Schule. Alles klar, Banane. Viel Spaß bei der Schule, mein Lieber. Pass auf, wir gehen schießen.
Wir gehen schießen. So. Okay. Was ist denn hier los, Flatty? Haut los, hab raus! Engage. Vielen, vielen Dank! Und hallo, Smile! Alter! Ach, wenn ich schon mal wieder da bin. Ach, wenn ich schon mal wieder da bin. Das ist wirklich sehr nett. Flatty, was ist denn los? Hast du morgens nie Zeit, oder was? Ja, ich weiß. Ja, funktioniert schon eins, aber ich bekomme keine Benachrichtigung. Ist das schlimm, dass ich keine Benachrichtigung bekomme, Leute? Ach, Flatty, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, wir haben eine neue Challenge. Wir müssen eine Waffe reinigen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich habe das Tutorial jetzt mal übersprungen, Leute. Also. So, wir haben hier... Ich glaube, wir müssen die erstmal auseinanderbauen, ne? So, ich weiß nicht, ob wir hier ein Zeitlimit haben auch, ehrlich gesagt. Ja, wir müssen jetzt irgendwie... Ah, okay, das Magazin. Das hier kommt raus. Alles klärchen. So, wir haben alles auseinandergebaut. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir erstmal... Was müssen wir denn jetzt machen? Das Spray, glaube ich, oder? Alter, ich weiß nicht, ob Waffenreinigung so zu meinen Hauptaufgaben gehört. Ich habe, glaube ich, in dem Spiel noch nie eine Waffe gereinigt, Leute. Habt ihr das schon mal gemacht? Also in Hausflipper habe ich ja schon alles gereinigt, aber eine Waffe war da noch nicht dabei bis jetzt. Guck mal, wie die aussieht, Digga. Die war doch schon irgendwie... Die war schon 100 Jahre nicht mehr im Einsatz hier, oder? 28%. Alter, wir müssen sie richtig rumscheuern, Digga. Alter, guck mal, die sieht aus wie neu. Das sieht aus wie neu. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, habe ich gemacht. Das ist fertig. Dann nehmen wir mal den Lauf. Da kommt hier das Wattestäbchen einmal rein. So. Ja, mach mal rein hier. Wie mache ich denn das jetzt rein? Was mache ich denn jetzt damit? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, ne? Halten und bewegen. Ja, habe ich gemacht. Aber ach hier, das hier vielleicht. Diese grünen Flecken einfach nur wegpinseln. Ja gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Okay, alles klar. Haben wir auch fertig. Jetzt das nächste. Ja, habe ich schon gemacht, weil ich Sportschütze war. Alter, Plaschi, du machst mir echt Angst, ne? Du machst mir echt Angst. So, jetzt haben wir hier noch so einen Knauf. Das sind doch immer Sportschützen, sind doch immer die, die im Fernsehen landen, weil sie irgendjemanden erschossen haben, oder? Ich weiß es nicht, Plaschi. Was sagst du dazu? So, die Seite auch nochmal. So. Und hier nochmal ein bisschen reinsprühen. Fertig. Hier sehen wir den Lappen. So, schön überall putzen und schrubben. Okay, das haben wir auch. Und da müssen wir die eigentlich nur noch zusammenbauen. Oder habe ich jetzt irgendwas? Ich muss lieb sein. Ey, ich merke das schon. Du kommst ja, glaube ich, zu Silvester hier runter, oder? Eieieiei. Das Magazin müssen wir auch nochmal putzen. Ja. Andere Seite auch. Und hier nochmal. Oh, guck mal, da ist sogar die Patrone noch drin. Eieieiei. Also Waffenputzen gehört jetzt ehrlich gesagt jetzt hier nicht zu meinen Lieblingsaufgaben in dem Spiel, ne? Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Kann man ja nicht jeden Tag machen. So. Waffen sind einsatzbereit. Wir müssen das wieder zusammenbauen. Also, erstmal das Ding. Dann war das Teil da drinne. Das Handteil und zum Schluss das Magazin. Alter, das sieht natürlich krass aus, ne? Wäre geil, wenn ich die jetzt behalten könnte. Wäre geil, wenn ich die jetzt behalten könnte. Boah, ich habe Geld dafür bekommen, ganz viel. Oh, das ist natürlich krass. Hol die... Oh, scheiße, wir müssen zur Werkstatt, Leute. Ey, wie lang ist denn dieser Tag? Wir haben Kisten durchsucht, wir haben Gefangene aufgenommen. Jetzt muss ich hier die Leute noch aus der Zelle holen. Hallo Nachbar, grüß dich. Ist fast renoviert bei Hausflipper. Ist halt echt so. So, ich nehme mal den... Wo ist denn der Klicker? Ich brauche den Klicker, Leute. Wo ist denn der... Hier, da ist der Klicker. Alles klar. So, pass auf. Also. Wähle 5 Häftlinge aus. Ach so, okay, alles klar. Aber mit dem Klicker muss ich die auswählen, oder? Ich glaube, ja. Hatti nehmen wir diesmal nicht mit. Der hat sich beim letzten Mal nicht benommen, ne? Also, ich nehme Metal Car mit. Metal Car has Dark Savage. So.